Und da sind wir wieder bei Dead Island. Ich sehe nichts. Hilfe. Guten Tag. Ist da der Rammer hinter uns? Keine Ahnung, ich habe gedingt den Stammpöbel, den du die Aufnahme angefangen hast. Du hast mich in den Boden reingefahren. Und jetzt fahren wir wieder nochmal. Hä? Wir sind volle Kanne in den Baum da reingefahren. Magic. Wir hatten eben ein Gespräch darüber, ob wir das hier wirklich 100% machen wollen. Aber dafür müssten wir halt nochmal in den anderen Tunnel zurück. Er baut denn hier die Straßen? Kann man doch nicht die fahren. Eingeborenen? Können sich nicht mehr als Bildtiermaschine leisten. Obwohl der eine Typ irgendwie 50 Öl da hatte. Ich meine, du fährst auch über die ganzen Leute von denen drüber. Ich glaube, die können sich gar nichts mehr leisten danach. Stay away. This is sacred ground. Outsiders! Hab ein Wörtchen mit dir zu reden. Stay away. This is sacred ground. Stay away. This is sacred ground. Ich sehe doch da hinten, dass es brennt. Ich hab Probleme. Stay away. This is sacred. Stay away. This is burning ground. This is ground zero. Wo ist hier der alternative Weg? Hinten rechts? Ich glaube, hier gibt es einen alternativen Weg, ja. Guter Abgang. Ich glaube, du bist falsch abgebogen. Oder? Moment. Ich meine, rechts macht nicht wirklich viel Sinn. Stimmt, da kommen nur wie. Hier jetzt links abgemusst und da geht's hoch. Warum kam da plötzlich so komisch? Weil da ein Affe war. Hier ist kein Affe, ich weiß, dass es die hier nicht gibt. Fabelwesen. Da müssen wir, glaube ich, laufen. Hm. Wenn du es geschafft hättest, hätten wir auch hier drauf können. Aber ja. Es sind aber ganz viele davon. Ich wollte gerade sagen, wenn immer. Es. Wie wenn ever. Ob ich da eigentlich was anderes sagen müsste. Jedes Mal, wenn die sich so hinlegen. Wenn immer die sich so hinlegen. Danke. Ich habe mich einfach durch die Beine von denen gebeugt. Gehst einfach den Zombie in die Spitze durch. Gehört sich nicht. Die haben keine Sachen. Da ist das egal. Okay. Sieht aber auch irgendwie nicht ganz so aus, als wenn man hier weiter sollte. Ist halt alles voll mit denen. Ja. Hier oben auch. Ich glaube, die sind. Hallo Hütte. Ich bin auf den Grund gefallen. Gut. Ich glaube, ich war hier noch nie. Ich
sehe schon, wie man hier eventuell hätte runterfallen können. Also in der Hütte gibt es gefährlich böse Sichel. Gut. Mal gerade gucken, wie bei meiner anderen böse Sichel. Hab ich die noch? Zuverlässig böse Sicht. 609. Nee, die brauche ich nicht. Also dieses Haus hier habe ich glaube ich noch nie gesehen. Könnte sein, dass hier irgendwas Tolles versteckt ist. Sehe nichts. So. Ne? Oh, ich jetzt keine Waffe mehr. Ich glaube auch nicht, dass wir hier lang müssen. Aber eigentlich hätte der uns, glaube ich, vorbeilassen müssen. Okay. Oder wir hätten über irgendwas drüber gemusst. Ich meine, der Spieler gesagt, findet einen alternativen Weg. Bei mir nicht. Bei mir schon. Ich kann mich an irgendwelche Baumbrücken erinnern. Also hier geht auch noch weiter. Geht's nicht eher wieder dahin, wo wir gerade hergekommen sind? Ich weiß es nicht, hier zeigt er uns den Weg an, siehst du doch. Ja, weil das Spiel, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass man über die Sterne klettert. Oleander, war da nicht ja, mal Gotokola? Was? Ich habe gerade Oleander aufgehoben, war das nicht mal Gotokola? Ja. Jetzt Oleander aufgehoben, jetzt kann man keine Zauberstäbe mehr machen. Holt so aus, um nach mir zu schlagen, dreht sich in dem Moment noch um und auf dich. Durch so einen Oleander. Alejandro. Die haben unser Auto gestohlen. Wie heißt der Film nochmal? Alter, die haben unser Auto gestohlen. Was? Ja, irgendwas mit Auto und Alter. Auf Englisch heißt das Dude, they irgendwas our car. Gut. Dude, they stole our car. Keine Ahnung. Er ist wieder zurück zu demselben Dingens. Ja. Gehen wir doch links hier lang. Natives Camp. Das ist auch so ein Hochsicherheitsteil. Wir denken ja erstmal drumherum, da wird was sein, aber nö. Geh doch den normalen Weg, den jeder hier nimmt, wenn er nicht durchs Tor dahin darf. Das ist bei jedem Eingeborenen hier. Die gehen alle hier lang. Deswegen ist der auch so ein toller Weg. Deswegen sind doch Brücken und Statuen. Der eine, der will einfach die Typen nicht reinlassen. Das ist eigentlich sein Garten, auf dem er da steht, und der will einfach nur Leute nicht drauflassen. Junge, wir sollten hier nicht rein, hast du gesagt. Okay, ich kann ja nicht raus. Ich wollte oben rum zu ihm. Kann man später. Energy Drink. Haben die das hier rumliegen? Lagern, ja.
fangt ihr die denn ein hier? Wäre toll, wenn das wirklich nur ein einziger gewesen wäre und die denken, das sind halt so wirklich starke Gegner, deswegen lassen die uns gegen die kämpfen. Von hinten kommt auch noch mal einer, ich kümmere mich drum. Okay. Ein Schlag! Hast du gerade deine Waffe auf den geworfen? Nee. Ich hab da wirklich weit geschlagen. Von hinten sah das aus, als hätte die keinen Kopf. Wieso brennt der eine? Meine? Nee, meine. Meiner stinkt. Meiner hat gebrannt. Schon wieder. Ja, bei mir kommen stinkende Leute raus. Die direkt sterben. You have finished the first test. Wirklich? You have proven yourselves to the spirits. Okay, but you must now prove yourselves to the people. You must fight our greatest warrior and win. It is a fight. Wenn da jetzt nur ein Orang-Utan rauskommt. Hä? Hä? Gut. Moment. Ich kümmere mich um die anderen. Wow! Eine Probe eingeborenem Blut, kick den weg. Das war alles. Das war der stärkste Krieger, den die hatten. Dann macht euch mal bereit, wir werden hier kolonialisieren jetzt. Ja, wir fangen jetzt an zu fracken. Outsiders. Bauen hier jetzt einfach noch Öl. Outsiders! Yeah! Was will der? Come close, please. Du wolltest uns da nicht reinlassen, du Drecksack. Ich bin close, Bruder. Ich fühl dich. I need oleander blossoms. Wirklich? They are needed so we won't become one of them. We can end our lives and leave this earth and go to the dream time. Will you help us? Sure. Oleander grows in well-lit places. Thanks. If you find more, feel free to bring it to me and I will give you something in return. Hat denn Scott einen Dollar dafür gegeben? Ja. Gut. Oleander grows in well-lit places. 600 Erfahrungspunkt. Ah. Und wieso gibt er uns einfach einen Dollar? Ja, glaubst du, der hat viel Geld? Also, doch, ja. Wenn ich mir die Leichen von den Zombies von denen ansehe, ja. Oder sind die Zombies davon einfach nur Gäuber? Vielleicht haben die auch einfach die Leute gegessen und dafür Geld bekommen. Das ist wieder Pokémon, oder wie? Ich find's schön. Die drei Sachen, die wir da jetzt haben an Schnellreise hier im Labor. Labor, Moons Boot, Opes Höhle. Opes Höhle, ey. Okay, Laborreise. Nintendo Labor. Ich werde eben erstmal mein Zeug hier aufbauen. Denk das zu verkaufen. Nichts für mich. Außer das Loch. Das Wakizashi, das neue, das kann ich nicht mal aufbessern. Gut. Ich muss auch mit meinem Zeug reparieren. Ich habe schon wieder kein Geld.
ja mal das Kukuri hier verkaufen. Tödlich exotische Sichel. Here. Ob ich den ganzen Alkohol, den ich dabei habe, mal verkaufen würde. Dann ja. Hätte man vermutlich sehr viel Geld. Also ich. Ich meine, ich hatte bis jetzt gerade eben sehr viel Geld. Jetzt habe ich nur noch 3000. Hör mal mit 1000. Ich hielt 50.000. Soll ich die Aufgabe von dem annehmen? Ich habe jetzt einen brennenden Stock. Ich habe einen stinkenden Machetendingens. Einfach nur einen brennenden Stock, wenn ich. You did it. Incredible. Ist halt so. I won't ask how. However, I will need time to do my work. Perhaps you'd be willing to help us out here for just a bit longer? Zu verlässig, Schnitter. Verkaufe ich. So, wir sollen den hier jetzt helfen. Ich werde aber erstmal den Schnitter verkaufen, damit ich den nicht die ganze Zeit mit mir rumtrage. Das kann ich den mal verkaufen. Den Reaper, das Wakizashi. Warte mal. Warum habe ich nur noch 4 Alkohol? Ja. Ich hab doch richtig viel. Start da gegen die Wand. Okay, vorne ist die nächste Mission. Die ist aber da drin. Bin wahrscheinlich jetzt gespawnt, weil wir rausgegangen sind. Und hier ist auch noch einer. Da hier. I need you to go back out there. Wirklich? Ich bin gerade hier reingekommen. We're running out of aluminum potassium sulfate and its use is crucial to our research. Can you get me that chemical from the warehouse? Holst du doch selber. Bauplan Todespürscher. Bitte, was arbeitet der hier denn dran? Sure. Do be careful with it. Das ist 28 Meter. Boy. So, der hier will auch noch was. I could use some help with the research we're conducting. We can't really tell whether the drugs actually help the infected. Transformation takes place so quickly, it's impossible to take a proper sample. John and Nick agreed to test the drugs on themselves, but we don't have the results yet. I'll give her a shot. All right. We managed to lock a few of the infected in the stockroom. You need to draw the sample from their muscle tissue. But hurry, if they mutate any further, it'll be too late. Geh doch mal eben hier im Lagerraum was holen. Ach ja, da sind auch Zombies. Wir können hier jetzt rein. Oh. Alkohol. Der hat hier doch an irgendwas gearbeitet. Meinte der. Hier aber nichts. Oleander im Mülleimer gefunden. Glaubst du, der Typ will das immer noch? Ja. So, erstmal zu dem weiter entfernten Ziel.
kannst du gar nicht mit dem Auto. Oder? Doch, da oben. Doch. Ich hab gedacht, wir müssen zum Lager. Wo ist das Lager jetzt plötzlich da? Ist das das, wo wir einmal unten waren? Kann ich mir vorstellen. Warum bin ich da jetzt festgehangen? Das war eine neuartige Pflanze, die die hier anzüchten. Okay, das Lager ist hier oben. Sag mal, habt ihr sie noch alle? Bisschen schlechter. Also im Lager ist niemand, ne? Der schlechter weicht meinen Angriffen aus. Tische-Sample von John. Tische-Sample von Nick. Also. Du weißt ja, wo das Auto steht. Schwerer Schraubenschlüssel. Leicht schwerer Schraubenschlüssel vor allem. War das alles? Müssen wir jetzt wieder runter? Ja. Der Schlechter steht da unten. Wo? Hinter dir. Müsste der eigentlich ankommen. Natürlich ist der hinter mir. Der hat halt echt was gegen mich. Bei dir bleibt er einfach stehen und lässt sich schlagen. Bei mir weicht er aus wie sonst was. Wie bei Punch-Out. Ja, ne? Ich glaub, das Auto... Die macht einfach Dark Souls raus. Kommt mit dem Auto können wir nicht mehr, oder? Level eben. Wir müssen doch eh jetzt. Okay. Da wirst du eh nicht mit dem Auto weiter können, wo wir hin müssen jetzt. Ich bin kurz zum Grund gefahren. Jetzt rechts abbiegen müssen. Geben wir nicht die Quest direkt ab, wenn wir schon hier sind? Nein, weil wir sowieso zum selben Ort müssen, wenn wir die abgeben müssen. Okay. Und dann macht es keinen Sinn, dann einmal rein und raus zu gehen. Jetzt mir fast meine Polo-Machete weggemacht. Wir sind hier unten. Oder? Ne, jetzt sind sie doch wieder oben. Eben stand unten, als ich da oben drauf stand. Jetzt oben. Vielleicht hängen die an der Decke. Natürlich ist hier noch ein schlechter. Kein Glück. Hast du die in der Hand? Ja. Dich gar nicht. Warum ist jetzt wieder ein Zombie gespawnt? Warum kann ich den einfach Zeit so umbringen? Und irgendwo da. Achso, ist nur eine Dings. Okay.
Wie komme ich hier raus? Über die Dingens rüber. Über die Kisten kann ich schlecht. Waren wir da schon mal drin? Wo? Hier vorne. Ja, keine Ahnung. Sieht nicht aus, als wären wir da schon mal drin waren. Ach, da drüben komme ich raus. Es hält nicht, ich habe mich gerade verglitscht. Okay, nee, habe ich. Natürlich fällt der um. Was soll das denn? Jetzt sitze ich hier wieder drin bei dem Typen, der mir was verkaufen will. Ich wollte gucken, da links das Haus, wenn du da das Teil siehst, was ich da gerade hingeschmissen habe. Da waren wir nämlich, glaube ich, noch nicht. Guck ich jetzt mal rein. Vom Baum sind hier schon wieder Leute. Hier haben wir doch alle gerade gekillt. Hier ist der Teil. Ah. Was ist das hier? Hier ist eine Tür zum Aufmachen. Einen roten Raum haben wir hier. Okay, gut. Warum Red Room? Keine Ahnung, aber der Raum kommt mir aus irgendeinem Grund bekannt vor. Haben die wohl öfters verwendet oder wir waren hier schon drin? Nee, das haben sie hinten bei diesem einen Lager da verwendet, wo du alle abgeschossen hast und ich mich umgeguckt habe danach, ja. Ah. Da gab's genau so einen Raum, genau mit denselben Sachen, die zugemacht wurden, aber hier ist halt wirklich absolut nichts. Wofür ist es gut? Yes. Kannst du mir hier die Tür aufmachen? Something good in here? Dass du im Shop stehst, nehme ich mal alles an. Ich bin gerade erst hergekommen. Okay. Außerdem musste ich den Müll angucken. Was schließen die auch einfach die Tür wieder? Der guckt dich nur blöd an. That's it! Yes, you did it! Hättest du auch selber geschafft. Deathstalker, Mann. Todespirscher. Very impressive, thank you. This may furnish a few pieces still missing from the puzzle. Even better. Level up. Straf Magnum. Ist auf jeden Fall eine bessere Magnum als die, die ich gerade habe. Wenn ich die aufbessere. Warum höre ich hier ein Beatmungsgerät, aber ich sehe keins? Gut. Wofür ist hier eigentlich ein Beatmungsgerät? Wir müssen die Bettdecke beatmen. Ja, die muss ja durchgelüftet sein hier im Raum. Stinkt ja sonst. Ich habe trotzdem nicht die Bettlaken da geändert. Da ist immer noch Blut drauf. The pieces are starting to fit
together. Deswegen lüften die. Kuru is endemic among the native population here, but the incubation period can take up to 12 years. Many of the natives here have built up an immunity which keeps the virus latent even longer. But this new virus is very different. It goes full blown within hours. I think I may be able to create a vaccine, but to do so, I need a stable version of Kuru that hasn't yet mutated. Can you help me with that? Suche mit Oppes Hilfe einen stabilen Virenstern. Ach, Oppes. Sure. Ich finde gut, dass wir auf dem Monitor stehen können. Clan. Someone who hasn't See. Had any contact with the infected and get a sample of their blood or tissue. Speak with the shaman, because I don't know if anyone like that even exists. Alright then. Now you just need to find someone from Opie's clan who hasn't had contact with the infected. Der hört einfach mit. Guter Monitor hier. Wir haben hier noch was Neues. I heard we devised a formula that can render someone temporarily invisible to the undead. It uses a pheromone inhibitor and fools them into believing that you are not among the living. But to complete the formula, I need a compound called Icaridin. It's highly volatile, and we keep it in chemical storage. Do you think you can find some and bring it back? Bitch. Bauplan Detox Pistole. Kriegen wir keine Botox Pistole? I can't really turn you down now, can I? The storage facility you want is behind the main building. Warum bist du ein Typ von der Dark Brotherhood? Der will uns zu demselben Gebäude wieder hinbringen. Ja. Hello, have you a moment? If you happen to be near the bungalows, could I ask you a favor? Could you look in bungalow number 3 for my work files? They should be on the desk with my laptop. I was working on protein folding simulations. If you find them, please bring them here. It would take us days to recreate that data, and we don't have days. Übermachete. Gut. You got it. Great. I'll be right here waiting. Thank you. Ich will die Übermachete. Führt mich das denn? Ach, da unten hin. Wo wir schon mal waren. Wo gehen wir zuerst hin? Yes. Eben kurz. Wir können uns auch aufteilen. Dann das hätten wir auf jeden Fall. Auch. Dann hätten wir auf jeden Fall beides. Soll ich einfach da runter gehen und du holst hier vorne schnell das Ding und kommst mir dann hinterher? Ja. Du hast das hoffentlich markiert auch. Ja, Insect Repellent. Ne? Insect Repellent. Da ist die Quest. Insektenspray. Ja, jetzt frage ich mich, ob ich es bis da unten hin schaffe. Mal sehen. Sind ein paar viele Gegner. Warum dann die Jetzt konnte ich nicht mehr schießen. So, ich hoffe mal, ich sterbe nicht, weil dann kann ich den Weg wahrscheinlich nochmal neu laufen. Was ist mit Pineapple? Apple Pen. Ach ja, hier war der Rammer unten. Apple Pen. Könnte vielleicht ein bisschen gefährlich für mich werden. Ich muss hier alleine gegen Rammer klarkommen. Ich komme schon. Wenn ich schnell bin, könnte ich vielleicht darüber. Wenn mich die unsichtbare Mauer hier nicht aufhalten würde.
Also ich hab's reingeschafft. Gut. Hier ist aber auch schon jemand anderes drin. Einfach das Notebook mitnehmen. Oh, hier ist ein Bauplan. Detox Schrotflinte. Hm. Sekunde. Willst du die auch? Was kann das? Kann man sich die Baupläne hier irgendwo angucken? Ja. Detox Schrotflint, wo steht die denn? Hier. Anzeigen. Wo ist der Bauplan? Nicht dort. Zwei Oleander, zwei Metallschrott, zwei Reiniger, flexibler Schlauch. Damit kannst du Leute vergiften. Wo ist die? Hast du den Rabatt denn wenigstens erledigt? Ja, den habe ich umgebracht. Ich hasse den Weg hier. Ich sag's ja. Soll ich schnell runter oder? Nee. Und jetzt bist du einfach schon da. Nö. Da ist es dann wieder zu weit weg. Da kann man dich nicht eben schnell direkt ins Labor reinkicken. Aber wenn ich hier auf dem Weg dahin sterbe, zurück ins Labor. Ich verstehe, dass das so Entschuldigung. Ist das halt verschiedene Checkpoints geplant werden, wenn man wo bestimmtes verbergend. Ich muss mir endlich mal dieses Ausdauer-Upgrade holen. Nachdem ich noch drei Level-Ups gemacht habe. Mal sehen, ob ich das noch vor Spielende schaffe. Wer schließt ja eigentlich immer die Türen wieder ab? Es zählt! Das ist Bob, der das tut. Warte, warum ist hier noch... Please hurry. Cash? Time is running out for all of us. Gut. Für was? Ja. Nicht hier. Nicht hier. You have it! Très bien! Okay, give me a minute. I will mix the formula. There it is! Thank you! This could make all the difference! Über Machete. Ist irgendwie überhaupt nicht so über, wie ich es mir gedacht hätte. Ja, die ist wirklich nicht gut. But to continue my research, I need to find something for me. So scheiße, aber trotzdem. I need a large quantity of diseased tissue from a specific type of the infected. I'm interested only in those that are bloated and swollen, as if they'd been drowned and left to rot. Kurze Schrotflinte. Sure. They can be found near large pools of water. I'm sure there are quite a few in the nearby swamps. Wow. Gut. Hier. Wo hast du das her? Ich guck mal, was besser ist. Also ich würde schon sagen, die kurze Schrotflinte wird wahrscheinlich besser sein als meine jetzige. Also bei mir war es auf jeden Fall so. Hier.
So, Sturmschrotflinte kann ich bauen. Hier raus. Aber keine Detox-Schrotflinte. Da brauche ich 2 Oleander für. Habe ich jetzt was Besseres als meine mittelmäßig Magnum, die ich jetzt auch wieder verkaufen werde. Oh. So. Dann müssen wir jetzt auf zum Opa. Der Opa. Der Opa. Glaubst du, der fühlt uns, Bruder? Weiß ich nicht, der sagt gleich einfach nur Hoppa, hoppa, hoppa. Und dann gehen wir weg. Ja. Würde ich jetzt so sagen. Warum habe ich hier noch eine Universalachsbetäubung? Yes. Because, warum nicht? Ach, hier sind die 30 Alkohol. Hättest du Lust auf 30 Alkohol für 8? Genau. Auf dem Weg zu dem oder was? Nee, ich sitze im Auto und warte auf dich. Guten Tag. Ich glaube, jetzt kommt der Baumkronenweg. Geil. Wieso muss ich gar an die Stelle, an der Stelle aus Cars denken? Wo der einfach so durch den Dschungel fährt und der Zombies rumlaufen. Nee, der ist, wo die Straße ist, wirklich. Hat er bestimmt so gemacht, indem er einfach über Leute drüber gefahren ist. Da war gerade eine Flohn, aber. No. Die Scheißstraße. Ne? Lässt er uns jetzt durch das vordere Tor? Dann fahren wir im Auto durch. Frage. So. Hey, was geht? Man kann nicht in dir gehen damit. Ich meine. Ich sehe auf jeden Fall, warum nicht. Jetzt mal einen Kuss. Ah. Welcome. Willkommen. Great Warriors. Great Warriors. Welcome, Auto. Every person in my village ate the flesh of the immortals. But many did not resurrect. The spirits are angry with us. The only warriors left are in the tombs of our ancestors. It is in the mountains near our village. Take me to your boat, and I will lead you. But take me to your boat. Ah, jetzt habe ich es geschafft. Far before the first of my kind walked the land, before this world even existed as it is.
There was another time. The Dream Time. Er will mir was von der Dream Time erzählen. In this time, nothing had substance, and there was no life or death. Ja, ja. Before mankind walked the land, before this world even existed, it is. Das sah halt auch aus, als wenn er weggeflogen wäre. Der fängt schon wieder an. Gut. The Dream Time. Nothing had substance, and there was no life. Ist der fasziniert? Ich glaube, das ist das Einzige, was er auf Englisch sagen kann noch. We existed without fear, without pain, without purpose. We traveled there in our sleep, for the Dream Time is always with us, waiting in the darkness. Ich habe jetzt auch eine höhere Chance, dass wenn ich werfe, dass ich dadurch halt Crit mache. Warte mal, will ich austesten. Okay. Okay. Oh shit! Get it off me! Bei meiner Waffe wieder. Okay. Ich leg. Hätte ich denn neben mir irgendwas essen? Ach gut. Ich meine, er greift uns nicht an. The Dream Time. The spirits who watch over us rose from deep within the void and darkness and created the sky and the sea and the land. And everything alive, and everything. Toll, der stirbt. Der lebt immer noch. Jetzt gleich können wir den ganzen Weg hier neu laufen. Du hast, bist aber getamed jetzt. Wenn jetzt dunkel, dann... Oh Gott, sieht der gruselig aus von vorne jetzt. Ja. Müssen wir auch mal ausprobieren. Hinter ihm steht jetzt einer. The Immortals. Their spirits remain on this plane. They live in both worlds, the Dream Time and our time. That is why they are sacred. The Immortals, the resurrected. Their spirits remain on this plane. They live in both worlds, the Dream Time. Ja, das hast du gerade gesagt. Another one. Weißt du das? Kein Wunder, dass ich gerade kein Dingens gemacht habe. Das war ja nicht mal eine aufgebesserte Waffe. Ich wurde kurz verbal unterbrochen. Ich glaube, es hilft ihm nicht mal, dass er jetzt so dunkel ist. Der sticht ja sogar aus den Schatten heraus. Anything useful? Geld. Pumpe. Ausweis.
Woher weiß der eigentlich, wohin es geht? Der wusste, dass wir ein Boot haben. Aber das Boot hätte auch irgendwo anders gelagert sein können. Wenn der weiß, dass wir ein Boot haben, dann wird er wohl auch wissen, wo es liegt. Nee. Mit einem Boot kann man fahren. Und wir haben dem ganz sicher nicht davon erzählt, dass wir hier mit dem Boot hingefahren sind. Das heißt, er hat hier seine Leute. Ich werde mal eben meine Waffen hier aufbessern. Ich habe das Auto gepackt. Ich glaube, ich mache eine Sturmschrotflinte aus der Schrotflinte wieder. Müssen die immer ausrüsten, wenn man die aufbessert? Yes. Mit 6 Schuss. Junge, ich wollte das noch umändern. Ha! Komm. Komm. Gut. Komm. Es? Ich hab einfach nur Kamm gesagt. Gut. Jetzt habe ich hier ganz viele kaputte Waffen. Dank dir. Ich meine, du kannst dich ja immer noch reparieren. Deswegen wollte ich die Folge beenden, glaube ich. Dann können wir das hier gleich machen. Extra Snack. Kamm. Okay, ich habe ein Wakizashi, das macht 1500 Schaden. Oh, wollen wir die Folge beenden? Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Geht ja da einfach weiter. Ciao.